Freunde, willkommen zu einem weiteren Video der Preisanalyse der vergangenen Deals, die ich mit euch geteilt habe. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wie gesagt, wir schauen uns die Preise an, wie sie sich entwickelt haben. Das Ganze in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Video. Freunde, letzte Woche gab es einige Deals, bestimmt war auch für dich was dabei und vielleicht hast du auch zugegriffen. Falls ja, dann gib doch gerne einen Kommentar ab. Und falls du neu bist und genau solche Deals bekommen möchtest, wo du günstig einkaufen kannst und dementsprechend dann teurer auf Marktplätzen wie Amazon und eBay weiterverkaufen kannst, alle Informationen, wie du dich kostenlos und unverbindlich für den WhatsApp-Newsletter anmelden kannst, findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten, falls du weitere Videos und alles um rundherum uns kaufen und verkaufen nicht verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du auch auf dem aktuellen Stand. Dann lass uns mal keine Zeit verlieren und loslegen. Und ihr seht hier, das ist schon das erste Produkt hier gewesen. Hier ging es um ein Teleskop und zwar gab es diesen für 32,10 Euro, hätte man den kaufen können, stand jetzt 63 Euro der günstigste Preis. Und wie wir sehen, wir kennen das ja hier mit dem treppenartigen Abstufung nach unten und dieser ging bis 31,64, gepostet habe ich diesen für 32,10, also ging noch guten Euro runter. Und dementsprechend hätte man hier gut zuschlagen können, denn dann plopste das Ding wieder nach oben und wir sind gerade, wie ihr seht, bei 63,53, ein sehr guter Preis, wie ich finde. Und so habe ich das auch ungefähr eingeschätzt. Möglicher Resellergewinn 10 Euro hier bei diesem Produkt. So, das nächste Produkt war ein Puppenhaus und ihr seht es hier, auch hier ist der Preis wieder schon gestiegen, 110 Euro kostet das Produkt jetzt, bekommen hätte man es für, ich habe es veröffentlicht für 63,54 Euro, ihr seht es hier, der ging noch ein Stück weiter bis 63 Euro sogar, oder ich sehe sogar 62 Euro, wir können das Ganze einfach mal auch anzoomen, 62,05 Cent. Und dann plumpste der Preis dann teilweise wieder hoch bis auf 173 Euro. Dann ist er wieder ein bisschen runtergefallen, jetzt bei 110. Möglicher Reseller nach meiner Einschätzung 20 bis 30 Euro möglich. Dementsprechend auch hier hat sich das gelohnt. Wer hier zugeschlagen hat, ist super gut. Wir sehen hier auch, die Bewertungen sind von solchen Produkten auch recht gut. Und vor allem solche Produkte verkaufen sich natürlich zu den Hochsaisons, wie zum Beispiel hier zum Weihnachtsverkauf, super gut. Das geht hier fast bis 200 Euro nach oben. Kommen wir zum nächsten Produkt. Auch hier ging es um ein Puppenhaus. Jetzt stand, jetzt kostet das 144 Euro. Veröffentlicht habe ich es für 65,28. Auch hier möglicher Resellergewinn ca. 20 Euro, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Der Preis ging tatsächlich nicht weiter runter, also 65,28, so wie ich es auch gepostet habe. Und dementsprechend auch hier, wer das gemacht hat, hat alles richtig gemacht. Also rein theoretisch, ihr seht es hier, man sieht ein Jahreschart und man sieht es hier, der Preis ist echt super verlaufen. Und wenn dann sowas nach unten geht, dann muss man einfach kaufen, ja, wenn man solche Produkte natürlich auch verkaufen möchte. Auch hier, die Bewertungen sind super gut, über 800, knapp 900 Bewertungen. Dementsprechend, solche Produkte werden auch sehr gut weiterverkauft. Gut, kommen wir zum nächsten Produkt und zwar ging es hier um einen Razer Wireless In-Ear Kopfhörer. Ja. Hier habe ich das Ganze auch für 59,99 bereitgestellt. Ihr seht hier, der Preis blieb unverändert, wobei ich das eigentlich anders eingeschätzt habe. Das Produkt gibt es schon seit 217 Tagen bei Amazon. Angefangen hat das hier bei 177 Euro, ist teilweise auch ein bisschen runtergegangen. Dann stabil bei 135, so 100, bei um die 130, genau, und dann ist es runtergefallen im Ende Februar auf 69,99, dann wieder kurz hoch, dann wieder runter und Stand jetzt bleibt es bei 59,99. Ich vermute mal, wir werden hier nochmal eine Korrektur nach oben haben. Wann das soweit ist, kann ich nicht abschätzen, also wenn ihr hier gekauft habt, habt ein bisschen noch Geduld gegebenenfalls oder ihr müsst diese Produkte dementsprechend retournieren, wie ihr das möchtet, falls hier natürlich jemand gekauft hat und sonst stand jetzt natürlich kein Gewinn möglich. Wenn man das für 90 Euro ungefähr verkaufen würde, würde man hier 10 bis 20 Euro eventuell Gewinn machen. Kommen wir zum nächsten Produkt, das war natürlich der Hammer und zwar Verpackungsklebeband haben wir hier für
4,39 Euro bekommen, das heißt pro Rolle 73 Cent. Und wenn man das Ganze im Abo bestellt hätte, wir sehen es ja hier, dann kriegt man noch 5 bis 15% noch extra Nachlass. Also hier gäbe es die Möglichkeit, noch günstiger einzukaufen. Dieser Deal war natürlich in Sekundenschnelle vergriffen, ja. Um ein das einfach euch mal zu zeigen, hier, ihr seht es hier genau da für 4,39, genau so habe ich das euch gezeigt, konnte man hier kaufen, gegebenenfalls zum Weiterverkauf, aber auch vielleicht selbst zum Weiterverpacken von Versandsachen, die man selbst abwickelt, und dementsprechend war das natürlich ein Mega-Deal. Hier knapp 1000 Bewertungen, ihr seht es hier, dieses Klebeband ist super. Möglicher Resellergewinn, ja, 5 Euro ist eigentlich nicht der Rede wert, deshalb habe ich auch dazu geschrieben, optimal für den eigenen Resellerbedarf. Kommen wir jetzt aber zu einem Produkt, was natürlich super im Wiederverkauf ist, und zwar von Amazon selbst, das Fire HD Tablet 10 Zoll. Ihr seht es hier, gab es in der Farbe Blau für einen unglaublichen Preis von, ihr seht es hier, 59,99. Genau so habe ich das auch veröffentlicht. Und auch hier wurde natürlich kräftig zugeschlagen. Diese Produkte waren in 0, nichts ausverkauft. Und ihr seht es hier, Standardpreis 150 Euro. Und wenn wir das auf ein Jahr zurückgucken, war das tatsächlich generell so. Bis auf ein paar Momente hier für 100 Mal letztes Jahr, Sommer. Und sonst gab es das nur gebraucht. Jetzt hat das Amazon mal gehabt und hat das natürlich einfach mal verballert an die Kunden. Und auch hier möglicher Resellergewinn, wenn man sogar mit 100, 110 Euro Wiederverkauf spricht, dann hätten wir hier 20 bis 30 Euro Resellergewinn. Und dieser ist natürlich möglich gewesen, aber leider alles vergriffen, gar keine Farben mehr verfügbar und dementsprechend auch hier eine gute Möglichkeit gewesen für euch. Und dann sind wir schon beim letzten Deal. Ihr seht hier so ein Raclette-Set. Ja, auch nicht schlecht, mit nicht wenig Bewertungen, muss man sagen, gab es für 30,04 Euro. Wir schauen mal, ob es auch der beste Preis gewesen ist. Ja, tatsächlich, wir hatten hier Ende Februar das mal für 32, dann ist der Preis wieder hoch auf 70 gegangen. Jetzt haben wir das für 30,04 Euro gehabt, wie ich es auch gezeigt habe. Dementsprechend haben wir hier jetzt den besten Preis bei 66 Euro oder 65 Euro, möglicher Resellergewinn 10 bis 15 Euro Gewinn, also dementsprechend auch hier recht lukrativ gewesen, wer hier zugeschlagen hat, auch nichts falsch gemacht. Das war's, das waren die Deals von letzter Woche. Wie gesagt, falls du genau solche Deals bekommen willst, um diese dann bei eBay oder eBay Kleinanzeigen oder sogar gegebenenfalls bei Amazon weiterzuverkaufen, findest du die Beschreibung unten in der Videobeschreibung, wie du dich für den Newsletter komplett kostenlos und unverbindlich anmelden kannst. Ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video gefallen hat. Gib mir gerne Kommentare, Fragen und so weiter unten in die Kommentare. Und sonst natürlich abonnier diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist und weiterhin viel Erfolg. Ciao.